Das ist echt eine krasse Ecke. Ich bin auch richtig krank geworden. Also, Alter, das ist wirklich so lebensfeindlich. Du denkst, wenn er nicht ab und zu ein Auto langfahren würde, ist das Genghis Khan-Style, Alter. Es ist wirklich Pamir-Gebirge, Tadschikistan, ist schon eine krasse Ecke. Und dann sehe ich da einfach, wir sind da mit Auto lang gefahren, mit irgendwelchen Tschechen, die wir da kennengelernt haben. Ich habe da die Seuche gehabt, bin nicht mehr klar gekommen. Dann sehen wir da auf einmal so ein Sonic Piece mit Streiche. Ich habe gedacht, was bist du für ein krasser Motherfucker? Willkommen im Isle of Graffiti Podcast Shaka One. Schön, hier zu sein. Im Wedding, natürlich. Das passt gut zusammen, ja. Ja. Du bist Rapper, Writer, Unternehmer bist du auch, oder? Ja, also hat sich so ein bisschen entwickelt. Hm. Ist ein Aspekt davon, ja, von mir, ja, schon. Aber, ja. Meine Frage zum Einstieg, was war eher da, Graffiti oder Musik? Das kam alles auf einmal, mit 12. 13. Ja. Mhm. Also wirklich sozusagen, wie man dann oft in die Schule wechselt. Und bei mir kam dann wirklich alles auf einmal sofort. Also ich habe dann für ein paar Monate so diese Chart-Rap für mich entdeckt. So weiß ich, was der Name war, Eminem oder so. Mhm. Und dann, das war wirklich 7. Klasse. Und dann, wo ich dann auch Erkan und Stefan cool fand. Und bis ich noch während der Klassenfahrt, da habe ich dann nochmal Energy-Drinks gesammelt und so. Und aber schon nach ein paar Monaten bin ich dann sehr schnell, wollte ich mehr wissen. Hab dann schnell angefangen, also wirklich schon mit 13, würde ich sagen, Oldschool Rap zu hören. Und da, in meiner Klasse, war mein erster Graf-Kumpel sozusagen, der hat Horst, hieß er. Und er meinte, hör mal, auf Fritz läuft so eine Radiosendung über Hip-Hop, jeden Dienstagabend. Mit André Langfeld war die. Und ich hab dann am nächsten Dienstag eingeschaltet und das war nicht irgendeine Sendung, sondern die hieß Imperial Nation Sendung. Und da waren die erste Generation von DJs und Hip-Hop aus Berlin in dieser Sendung. Und ich war halt wirklich vielleicht noch 12 und hab das gehört. Und hab Kool Savas auf Englisch gehört, wie er sich früher genannt hat und so. Das haben die alle gespielt in dieser Sendung. Ich hab die 2 Stunden aufgenommen auf Kassette. Ja. Und das sollte irgendwie so sein. Danach war ich halt völlig drin. Und dann war ich wirklich schon als kleiner People komplett in diesem Hip-Hop-Ding. Für mich dann schon sehr schnell. Graf halt auch gleich losgelegt zu sketchen, wie man dann halt anfängt so. Also irgendwann so abgepaust und dann habe ich noch erzählt, guck mal, hab ich gemacht und mein Kumpel, das ist doch nicht von dir und so. Aber das war, vielleicht Wartbacks bin oder so, kann sein. Hat man auch gleich angefangen zu kaufen dann. Ja. Und kiffen hoch. Welches Jahr war das ungefähr? Was 2003. 2003. Und dann ging alle gleichzeitig los, tatsächlich so. Ja. Und auch, ich habe dann sofort angefangen zu rappen auch. Also ich habe dann gleich, ich habe Texte auf Englisch geschrieben, weil ich gar nicht Süd konnte. Wollte so wie Cypress Hill und so rappen und habe dann, konnte auf diesem Kassettenrekorder nicht nur Sendungen aufnehmen, sondern auch habe dann die ganzen Kassetten von meiner Mutter alle überspielt. Ja. Und auch mit meinen eigenen Raps. Mhm. Und habe dann gleich losgelegt. Und dann ging das aber auch gleich los, ich wollte alles selber machen. Also ich habe dann mit meinem Atzen, der war aus Mitte, der hat mir dann sozusagen auch ganz viele Zeit natürlich aus Graffiti und Rap und so. Und der hat mit 13 schon meine erste CD gemacht. Und auch mit Achim Funk, der hat die damals schon aufgenommen, mit dem ich heute sozusagen alle zusammen mache. Mhm. Und da haben wir mit 13 schon unsere erste CD gemacht und dann haben die versucht, einen Schulhof zu verticken und so ein Kram und so. Ja. Also ich habe dann eigentlich mit allem losgelegt. Das hat sich ja bis heute durchgezogen, dieses Selbermachen, dieses Do-it-yourself-Ding so, ne? Das ist, merkt man ja bei dir immer wieder, hört man immer wieder raus, auch in deinen Texten. Ja, aber nicht, weil ich sage, dass es besser ist oder man so machen sollte, sondern weil es sich für mich einfach immer richtig angefühlt hat, so zu machen. Ja. Also kann man quasi, um die Frage zu beantworten, kann man nicht beantworten, was eher da war. Mit einem Mal los. Ja. Vielleicht war ein paar Wochen, Monate vorher Rap da, aber ich glaube, es ging einfach, ich weiß auch nicht, das war. Und das hat bei mir direkt Pokémon-Karten und Fußball abgelöst. Also, weißt du so? Das war dann gleich von der 6. in die 7. Klasse. Und alles war auf einmal anders so. Du bist groß geworden im Norden von Berlin? Ich bin groß geworden genau am Rand sozusagen von Nord-Berlin. Also ich bin in Pankow geboren. Und meine Eltern haben dann in der Zeit, wo ich so geboren wurde, sind die rausgezogen an Stadtrand. Also sozusagen zwischen Hermsdorf auf der Reinickendorf-Seite und so Blankenfelde, den Ausläufer von Pankow sozusagen, am C-Bereich. Also wirklich genau hinter der Stadtgrenze sozusagen. Und da bin ich dann groß geworden erstmal, ja. Von 9 auf dann auf der Schule gewesen, später. Das ist ja auch die Ecke, ne? Du bist ja wahrscheinlich auch deswegen in
der OBS-Crew, weil die kommt ja aus dem Norden, ne? Ja, das waren meine Helden. Das waren deine Helden? Das waren meine Helden, ja. Aber also, ja. Also OBS-Crew, um es kurz zu erklären. Also ich... Ja, willst du erklären, ne? Also ich würde es kurz erklären, weil wir hatten ja jetzt auch schon den Podcast mit Planet. Und ich habe auch bei dir im Profil gesehen, wo wir die 5 Minutes damals online gestellt hatten. Hattest du, das hat mich ein bisschen überrascht, wie stark die Inspiration damals war, ne? Wo du gesagt hast, hey, da ist eine 5 Minutes online. Und das war damals für mich die Inspiration, Planet. Für alle, so. Aber da draußen, ja? Würde ich behaupten. Mhm. Für alle. Ja. Also bis zu meinem Alter, vielleicht danach. Anders, also kann man, glaube ich, nicht leugnen. Er war einfach der Überflieger, so. Und ja. Also er, also Angry damals und halt die ganze OBS-Crew. Und es gab halt auch andere, also ich, als ich jetzt überlegt habe für die Sendung so, wie das eigentlich mal war, so, ich weiß, das erste Piece, was ich wahrgenommen habe, das war vor meiner Haustür, das war, die Crew hieß HSR, also das war nicht OBS, das war so ein HSR-Piece, die waren so da aus Klinik, Hermsdorf und so. Ja. Das fand ich dann halt einfach krass und dann kam aber einfach OBS und alle, die da so malen wollten wie OBS. So. Und ich weiß, ein Piece, also ich bin immer entweder mit der S1 zur Schule gefahren oder mit der S8. Und auf der S8 am S-Bahnhof Schönfließ, also ein richtiger Dorfbahnhof da ist. Ja. Er war dann, während ich in der 7. Klasse war, von einem Schultag auf den anderen halt so ein neues A-Rock-Piece, wo er so Saddam Hussein gemalt hat. So. An so einem Stromkasten und das war einfach ein Burner so. Und für mich war das aber einfach zu krass. Das war einfach die Offenbarung. Ich bin vorbeigefahren und am Tag davor war das Ding halt grau und dann war das so bunt. Die haben ja mal so viel Wert auf Qualität gelegt, so ein bisschen. Da war dann, um mich geschehen. Also aber die ganze Line dann hoch, als die haben halt so krasse Line-Pieces gemalt und ich glaube, die in der Stadt, in der Innenstadt haben wir noch ja nicht so mitbekommen, weil es natürlich nicht in der Innenstadt war. Was die da draußen eigentlich alles, da war nur geil. Und also irgendwie hat wirklich noch nie ein Bombing oder ein Piece gemalt, was nicht cool war. Das stimmt, ja. Also dein Einfluss war dann schon auf der Straße, ne? Weil es gibt ja die sich das aus Büchern geholt haben, ne? Und dann gibt es ja die wirklich die Lines abgefahren sind, Fotos gemacht haben selber, die dann mitgenommen haben nach Hause und alles. Nee, das war alles selber. Ich habe mir dann auch diese Backspins und so gekauft und so und habe mir dann selber meine Collage gebastelt, die ich in meinem Kinderzimmer gehangen habe. Aber ich habe da fast nur, das waren halt alle OBS-CBS-Bilder, viel. Ja? Also die hatten ja manchmal auch was dann in den Zeitschriften drin. Genau, also die zweite Crew, die krass war, war für mich auf jeden Fall CBS, weil mein damals mit bester Atze, mit dem ich so angefangen habe, Hannes, mit dem halt angefangen zu rappen und damals und zu mullern, der kam halt, wie gesagt, aus Mitte und hatte große Brüder und die kannten halt, hatten da ein bisschen mit zu tun, mit diesem ganzen Bombijou, CBS, SGS-Kram und so. Ja. Und er hat dann halt mir das alles gezeigt, komm, wir fahren rein. Und dann hat er ganzen Pieces angekickt und so. Und die haben ja auch, beide Crews hatten ja teilweise so ein, also wisst ihr, irgendwie hat er lustigerweise auch Cedric da irgendwie vor eurem Podcast vorgeschlagen. Das war für mich auch genauso King. Dieser bisschen Comic, aber auch so diese Western-Buchstaben teilweise. Ja. Hast du den Podcast gehört? Ja, mit klar. Cedric? Ja, klar. Fand ich sehr feierlich, ja. Also er war auch richtig Held für mich auf jeden Fall. Auch Cedric, Ace One. Und wie bist du dann in die OBS-Crew reingekommen? Hat man sich dann irgendwann connected und wie passiert sowas? Ich habe dann da draußen ein bisschen immer, oder auch schon in der Stadt, dann immer so mein Unwesen getrieben. Und irgendwann habe ich Stay auf dem S-Bahnhof getroffen, von Neuendorf. Ich kam besoffen aus der Stadt und er wahrscheinlich auch. Und ich weiß nicht genau, ob ich da gerade einen Tag gemacht habe oder ob ich ihn, glaube ich, einfach angequatscht so. Ich glaube, ich wusste schon irgendwie, wer er ist so. Und dann habe ich ihn irgendwie angequatscht und dann bin ich mit ihm irgendwie gelaufen. Und er hat mich dann halt angefangen, mit ihm zu malen. Da war ich natürlich ja noch nicht OBS. Ich habe ein paar Line-Pieces mit ihm gemalt, bin ja auch mit denen dann schon meinen ersten Interrail und so 2008 gemacht. Und dann wurde ich 2009, dann wollten wir an Weißen See irgendwo irgendwie so eine Hall machen, Bede. Und dann habe ich mich bei ihm in der Wohnung getroffen und dann hat er mich aufgenommen. Und dann bin ich zu Hall und dann kam halt Angry an. Asom, hier Monster und Arok war glaube ich auch dabei, genau, und dann haben sie mal halt so. Ja. Und für mich war klar, das wäre die einzige Crew, die gegangen wäre. Ansonsten hätte ich bestimmt irgendwann, weil ich hatte zu der Zeit keine Crew, so richtig ernstzunehmende Graffiti-Crew, hätte ich sonst, weiß ich nicht, vielleicht hätte ich eine eigene irgendwas, wenn es sich gemacht hätte, aber so war das dann, hat sich die Frage erledigt. So. Nordachse? Ist das eigentlich auch eine Crew, also um vielleicht mal einen großen Sprung zu machen, oder ist das eine Posse? Was ist das eigentlich, Nordachse? Ja, schon so, ne? Ja. Also ich hatte das dann,
sehr beweglich. Daher gibt es da nicht so irgendwie für mich so irgendwelche krassen Regeln oder irgend so eine. Ich habe das immer so als Posse schon so gesehen. Aber irgendwann gab es natürlich die, die dann halt auch auf dem Musiklabel, wenn wir es so nennen wollen, Teil von diesem Label sind. Und dann gab es für mich die, die Teil zur, also die einfach Teil von der von der Crew sind oder von dem. Ja, von wo sind die Posse? Man weiß, müsste ich auch erstmal alle fragen, ey, du bist auch so, weißt du, keine Ahnung. Also so die, eigentlich war, sollte es schon so ein kreativer, einfach so jeder, der, ich habe eigentlich erst immer nur Leute gesehen, die halt entweder Beats machen, am Anfang hatte ich, waren immer Leute, die Beats gemacht haben, weißt du, Klaus Leier, mein Arzt und so, der immer für mich auch viel produziert hat, der ist genauso Nordachse wie Tiger, der rappt oder so, aber, oder Heiko, der gar nicht, der einfach Heiko ist so. Ja. Ja, würde ich jetzt, ja, vielleicht so 10. Mhm. Also, und dann gibt es halt aber die ganzen Arzten, ich weiß auch nicht, es ist auch gerade was in Bewegung, weißt du, es kommt gerade viel nach, viel neue Leute kommen nach, und die sich dazu nicht als zu der Gang bekennen, aber zu diesem, schon zu dieser Nord-Berlin-Power. So. Mhm. Eigentlich feiere ich das, glaube ich, auch noch mehr, so als so dieses so, dass man es so auf die Karte gepackt hat und dann neue Generationen kommen, und ich feiere das, wenn die auch sagen, hey, so egal, wir sind hier Wedding, Pankow, Prenzlberg, Reinickendorf, weißt du, von mir aus Moabit, ja, und wir machen irgendwie die Nordseite an Start. So. Wäre eine Frage gewesen, warum eigentlich Nord, warum hat, das ist ja schon so eine Art Lokalpatriotismus, was ihr da lebt, ne? Ja, ich habe das damals mit Bomber, uns ist der Begriff gekommen, einfach in der Kneipe, und wir haben dann ja einen Track gemacht, der Achse des Nordens hieß. Daraus wurde dann, weil ich dann mehr Songs zu machen, und dann haben wir das Projekt Nordachse genannt. Und ich habe dann das sozusagen weitergeführt und dann mit, war ja auch bei einem Label und so, ich habe dann sozusagen mit Achim Funk dann so ein bisschen mit weitergemacht, mit Heiko eigentlich nur. Mhm. Und haben dann das als Plattform genutzt, unsere Mucke rauszubringen. Und ja, irgendwie. Ja, jetzt sind halt noch, haben wir so ein bisschen geöffnet, so, dass andere Rapper auch was darüber rausbringen oder so, und ja, einfach gucken, was die Zukunft bringt, und wenn es passt, passt, und wenn nicht, dann nicht. Gehört Graffiti und Musik für dich, oder hat das immer bei dir zusammengehört? Also naja, aber so war es ja nicht. So war es nicht, ich unbedingt. Weiß nicht, so war, für mich war Graff schon immer wichtiger. Also ich habe ja auch nicht immer gerappt. Ich habe ja mit 17, 18 aufgehört zu rappen. So, da war das ja alles so jugendlich-mäßig, hat keinen interessiert. Aber dann habe ich ja gehackt, fand ich das alles voll auch eher so peinlich. Also nicht, ich habe damit gar nichts zu tun gehabt. Die waren ja alle mit ihren Baggy-Hosen unterwegs und so. Und da habe ich mir gedacht, so ist das hier nicht. So. Und da haben wir halt nichts zu tun gehabt. Wirklich so. Und dann haben wir halt angefangen, Funkmucke zu hören, und habe Graff gemacht. So. Und erst jetzt, bei den Jahren, wo ich jetzt ein paar Jahre öffentlich, ein bisschen in der Öffentlichkeit stehe und sozusagen meine Rapmucke die Leute kennen, halt das immer mehr einfließen lassen. Ich habe auch meine ganze DJ-Seite und so immer rausgehalten und alle die Trend voneinander gemacht, und irgendwie habe ich es jetzt irgendwie doch langsam immer mehr zusammengeführt, weil es einfach ich bin. Ja, das gehört zu dir, ne? Einfach, ich bin halt so, und erst wollte ich es immer trennen, und am Anfang habe ich mich ja nicht gezeigt in meinen Videos und so, wisst ihr, und war mir unangenehm, wenn mich einer auf der Straße anquatscht und so, und irgendwann gewöhnst du dich dran, und irgendwie ist es dann auch so, Mann, das bin ich halt einfach so. Mhm. Das, was ich meine, und gibt mich nicht ohne meine Musikliebhaberseite, gibt mich nicht ohne Rap, und also das ist ja alles immer Teil von mir, und also scheiß drauf, so. So, entweder fällt dir nur der Rap oder dir fällt nur eine andere Komponente, oder dir fällt alles oder nichts, das ist mir auch real. Aber so. Ist es schon sehr echt, oder? Ich meine, Chuck One ist jetzt keine Kunstfigur, die irgendwann mal entstanden ist, sondern das bist schon du, oder? Weil ist ja in dem Rap-Business jetzt momentan keine Seltenheit, dass jemand sich etwas auch schafft, was er dann gar nicht ist. So, ne? Na eben, das meine ich ja. Wenn alles ich, natürlich ist ja nicht mal was bigger than life. Und mal was ein bisschen überspitzt, ist ja klar so. Ja. Also mein Rap war ja noch auch immer, haut er ja noch natürlich auf der Kacke so. Mhm. Aber so feier ich halt. Aber an sich natürlich, klar. Wenn man so will, bin ich dann schon real. Ja, ja. Ja. Würde ich mal jetzt überhaupt nicht. Lass es mal über den Film Grenzgebiet reden. Mhm. Weil ich glaube, viele dich heute besser kennen, seit es den Film gibt. Ne? So. Du hast da ja mitgespielt, neben zwei anderen. Ein Film von Matti. War für dich sofort klar, dass du bei dem Projekt mitmachst?
Wo Matti dich da... Ich hab's ja Matti, glaube ich, vorgeschlagen. Er hat mich, ach so, Roman. Also er hat mir erzählt, er will, das ist seine Vision. Mhm. Also wir hatten ja schon diese eine Reise gemacht. Also wir hatten zusammen ja schon eine Reise gemacht, 2013. Mhm. Die für mich war die legendär. Also jetzt, für mich war das der Hammer. Also die war so krass. Ja. Mein erster Interrail 2008 und die Reise 2013 mit den Jungs mit Auto haben mich auf jeden Fall geprägt. So. Das war schon echt der Hammer, Alter. Mhm. Und dann hat er mir wahrscheinlich ein Jahr später oder so dann davon erzählt, oder 2 Jahre später, dass er halt sowas nochmal machen will und irgendwie da einen Film machen will. Und dann habe ich einfach gesagt, war auch am Nettelbeckplatz bei mir, weiß ich noch. Und dann meinte ich so, na Matti, wenn du Bock hast, ich wollte mich ja nicht aufdrängen als Schauspieler. Nee. Aber ich hatte Bock, einfach wieder wegzufahren. Ja. Und irgendwie, ich hab den ja auch dolle Jan, den Jungen so, halt gesagt, also wenn du Bock hast und mich vorstellen kannst vor der Kamera, dann ich bin dabei. So. Ich hab Bock auf das Abenteuer. So. Und, dann kamen die anderen, Casting ging weiter und dann irgendwie war dann irgendwann losgedüst. Ne? Das ist ja etwas gewesen, was du, ich höre es ja raus, relativ oft gemacht hast. Sprich, du nimmst dir eine Karre oder ein Auto, manchmal machen es auch mit dem Zug und fährst halt in den Ostblock und... Ja, Interrail kommt ja eigentlich von diesen Tickets. Von diesen Tickets, die da angeboten wurden. Aber ich kenne auch viele, die es mit dem Auto am Ende auch gemacht haben, ne? Ja, so wie ihr es gemacht habt. Also, Gerade der Ostblock ist ja ein Prädestin. Wir haben es Roadtrip genannt, aber im Endeffekt ist es ja scheißegal. Im Endeffekt ist es halt durch europamäßiges Rumgammeln, wie Martin mal meinte. Genau, und da habe ich sozusagen direkt, nachdem ich die Schule fertig gemacht habe, 2008 war mein erster Interrail. Mhm. Und da war auch alles turbulent. Also ich habe ja da wirklich nur... Ostblock, oder? War richtig wild. Mhm. Ja. Na, und viel Italien und so. Mhm. Aber alles war neu. Wir haben richtig Gypsy. Nur geklaut wie die Rahmen, nur auf der Straße gepennt. Ich habe dann mal irgendwo in Neapel gleich eine Woche mich lang in einem Hostelzimmer gewohnt, da nicht 1 Cent gezahlt. Also wir haben da schon richtig Gas gegeben. Und natürlich dann auch irgendwelche unangenehmen Situationen und so. Aber das war in der Telefonzelle gepennt und so. Und immer, also das Übliche, was, glaube ich, alle so gemacht haben, das war schon geil. War der Hammer. Habt ihr die Trips nur wegen Malen gemacht? Nein, die Welt erobern. So, das Gefühl, 100% war das da so. Mhm. Ich kann gar nichts stoppen. So, weißt du, ich meine, wir auf jeden Fall Trains malen. Aber mir ging es immer nicht nur um Train malen. Das konnte ich noch nie so. Ich war noch nie so Modell, Hunter und so oder so, sondern ich wollte immer Länder sehen. Ah, bin da wirklich ein Kulturmensch. Und will die Leute sehen und ich will die skurrilen Orte sehen. Ich will aber auch mal ein Museum gehen. Ja. Und klar, jetzt mache ich das nicht mehr so jetzt mache ich es nicht mehr so Gypsy-mäßig wie früher, aber damals war wirklich so, war schon geil, Alter. Ja. Also auf Dächer geklettert, auf Baustellen, wir haben wirklich uns da, ich war mir für nichts zu schade. Der Film, habt ihr das zusammen entwickelt so ein bisschen oder habt ihr euch gerade Route und so weiter, ne? Da gibt es ja mehrere Punkte, die im Vorfeld ja schon besprochen werden müssen, ein bisschen, ne? Ja, ich glaube, Matti hat schon, der hat sich da schon krass so vorbereitet, ne? Also auch, muss man mal an der Stelle sagen, der physische und psychische Druck, den er sich da gemacht hat, und also das war eine sehr krasse Herausforderung. Er hat das alles alleine gemacht, also er hat sich da wirklich ein Reck gebastelt, mit dem er alle selber filmt, er ist mit auf die Aktion gekommen und das war von mir wicht auch schon nicht ohne. Und dann, wir waren ja auch alle nicht, nicht immer alle die einfachsten Typen, weißt du, ich meine, und dann hat er auch immer Gegenwind bekommen, natürlich so, oh Matti, das ist doch eine scheiß Einstellung oder so, oder das brauchst, was soll denn, das brauchst du nicht machen und so. Und also er musste sich auch dem immer noch, also wir waren natürlich, haben wir alle zusammengehalten natürlich, aber trotzdem war für ihn nicht einfach. Also ich ziehe wirklich meinen Hut vor. Das hat ihm viel abverlangt. Aber er wollte es und geil auf jeden Fall. Mhm. Aber ich denke mal, um deine Frage nochmal zu beantworten, er hat da wirklich sich, glaube ich, schon viel vorbereitet. Und ich glaube, in Sachen von Routenplanung haben wir natürlich zusammen gequatscht. Ich habe immer gesagt, ich will gerne dahin. Und dann hat man gekickt, ob es passt oder nicht. Also zum Beispiel wollten wir unbedingt nach Transnistrien. Ich muss manchmal kicken, dass ich nicht die beiden Reisen durcheinander bringe. Weil das war ja eine relativ ähnliche Route. Wir waren ja zum Beispiel in beiden Touren auch in Moldawien und Transnistrien. So, weiß ich jetzt nicht, wie das da mit der Routenplanung für die zweite Reise war, aber jedenfalls haben wir das schon immer so ein bisschen zusammengequatscht. Und Matti hatte natürlich dann auch für den Film schon ein paar Orte, wo er bestimmte Spots, wo er nochmal zurückkehren wollte, weil er wusste, da kann er irgendwas Geiles vielleicht von der Optik so Filme. Der Rest war Freestyle. Ja. Ist das eine Suche nach,
nur nach Malen gewesen, nach Trains, weil ich habe irgendwie auch mit Matti darüber gesprochen, Erfolgsquote und so weiter. Ne? Spielt das bei euch eine Rolle? Nee, nein, ging gar nicht. Das geht, also Witt war halt wirklich noch mit 18, 19 anders. So. Ja. Aber auch da schon habe ich mich jetzt nicht total verrückt gemacht. Aber halt natürlich schon noch manchmal ein bisschen verbissener. Also da, ich bleib jetzt, dann fahrt halt schon weiter. Ich bleib jetzt hier, ich will hier die U-Bahn malen. Und dann hat es trotzdem nicht geklappt. Aber nee, da dann schon nicht mehr. Außerdem gibt es ja, da ja nicht. Also gibt da kaum U-Bahn und nee. Also das geht eher um... Und das allgemein Feeling, Sachen, dieses Entdecker-Ding. Nee, ich mag bitte doch, an Orte zu kommen, wo du noch nie warst, Orte, wo ja keiner vielleicht hin will. Und dann triffst du da natürlich oft halt die nettesten Leute. Weil die natürlich sagen, was wir da für Erinnerungen haben, wie die in Moldawien sich gefreut haben. Beim zweiten Mal in Moldawien war teilweise ganz anders. Da haben die alle grimmig gekickt. Und also du hast natürlich immer die subjektive Erfahrung. Und interessant ist, wie bei diesen Bienenreisen auch, dass wenn du dann an einen Ort zurückkommst, ist es manchmal entmystifiziert. Klar. Ja? Passiert ja nicht der krasse Zufall wie beim letzten Mal, wo wir auf einmal in Belz, das ist diese, eine andere Stadt in Moldawien, auf einmal im 15. Stock Bonrauch mit irgendwelchen Russen und da richtig frei drehen und dann auf Party gehen und dann am nächsten, also beim zweiten Mal ist nichts passiert. Alle denn so, ja, und die Texte sind auch da, aber die krasse Anekdote ist diesmal nicht da. Wir fahren weiter. Für mich ist ja, mein Moment in dem Film ist ja wirklich, das war der Kosovo, ne? Mit der Bestechung, Security, oder war das ein Security? Wo du so Mitleid hatte. Ja, ich glaube, du, ja. Warum lass ich einen Fuffi geben? Warte, höchstens ein Zehner, oder was war das? Ja. Der hat sich aber nicht bestechen lassen, ne? Bei 1000 Euro hätte er bestimmt schon, ja, ich sag. Habt ihr das fertig gemacht dort? Die Situation? Ja, ist ja alles auf Kamera auch, genau. Oder, ja, man sieht ja nicht. Achso, nee, stimmt. Ne? Genau. Nee, stimmt. Das haben wir dann noch. Schnell rumgezwirbelt, die Audi. Und dann tschüss. Wie fandest du denn das Ende von dem Film? Ja, gut. Ich weiß halt, es ist schwer, das so zu sagen, weil ich weiß, was Matti in seinem Kopf los war da. Weißt du, so, er hat ja ewig dran gearbeitet. Er hat sich schwer getan im Schnitt. Er hat sich schwer getan. Und es war halt natürlich von einer irgendwie komisch. Dann war ich halt nicht mehr da. Dann ist der andere Atze dann abgehauen. Und dann war das irgendwie alles wieder so, man musste sich als Zuschauer immer auf so neue Konstellationen einstellen, weil irgendwie ja nicht so geplant war. Ich fand das aber irgendwie schön. Ich glaube, Matti wollte den eben Darsteller, der vorzugsweise dann auch Fischerhut getragen hat, dann da halt auch noch mal so ein bisschen mehr porträtieren oder ein bisschen mehr eine Seite von ihm zeigen. Und das ist, glaube ich, ihm damit irgendwie gut gelungen. Ich fand es irgendwie auch geil, auf jeden Fall. Ja. Wie wichtig ist denn dir Style? Also ich finde Style, da bin ich ja schon noch groß geworden. Wie gesagt, wir haben ja schon geredet, was da so meine Inspirationen waren. Und da war das schon immer, ohne dass es so... Nee, also die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Mir ist Style schon wichtig. Ich habe mich damit so viel beschäftigt oder so viel mich geguckt, was andere Leute für Styles malen und wie machen die was und was will ich machen. Schon sehr, ja. Also ich war schon mehr ein... Aber nie so richtig krass Wildstyle oder so. Weißt du, so das hat mich jetzt nicht so interessiert, sondern immer dieses, muss funky sein, weißt du, muss Flavor haben, muss passen. Immer so New York, schöne Prise New York drin und irgendwie am Ende ist es trotzdem Berlin. Das war schon immer mir wichtig, ja. Also bist du ein Writer, der sich vorher schon einen Kopf macht, was er von Piece malt, oder bist du eher jemand, der das aus dem Arm rausholt einfach? Ja, die besten Pieces hole ich aus dem Arm raus. Ja, das ist so. Aber das klappt nicht immer. Manchmal stehst du da. Und also ich bin dobig besser im, also ich sketche einfach viel besser. Also ich sketche viel freier, als wie ich umsetze. Zeichnest viel? Ja, ich sketche. Ich bin ja auch so ein Typ, der immer so Fingernägel knabbert und so. Ich schmier alles voll. Also ja, Schule, Uni, das war alles immer eine Katastrophe. Das kannst du wirklich ungenießbare Unterlagen. Also alles wild. Und ich habe dann immer angefangen, das habe ich, wie gesagt, bis heute nicht abgelegt. Jetzt bin ich bloß nicht mehr in der Uni oder in der Schule so, aber oben fange ich an mitzuschreiben, unten fange ich an zu taggen und war immer 90-10. Ich habe einfach da meistens nicht so viel passt und immer nur alles voll kritzeln, wirklich. Ja. Tags, Tee-Ups. Und ich weiß, dass ich da einfach teilweise noch immer weiter bin, als wie ich es dann umsetze. Manchmal bin ich dann doch so, du reduzierst dann doch, weil natürlich diesen Druck hast in dem Moment, so ein bisschen Zeit und so. Mach lieber ein bisschen das, was du kannst. Also ich habe schon viel ausprobiert, aber das ist trotzdem, ich bin der Meinung, es gibt noch eine Menge Pieces, die ich noch malen muss.
weil sie in mir schlummern. So. Ja. Also wenn ich jetzt mir so ein Fame-Piece von dir angucke, ist das schon mit Sketch gemalt? Nee, mit Sketch male ich nicht. Ne. Du malst gar nicht mit Sketch? Nee. Also zeichnest du viel, aber... Nein, ich male auch keine Sketches aus oder so. Also das ist immer nur Kugelschreiber und Du nimmst sie dann nicht mit an die Wand? Nein. Okay. Das ist nicht so ungewöhnlich. Nee, das würde ich... Ja. Das kann ich nicht. Hm. Ich kann es nicht. Ich kann Sachen nicht... Das, wenn ich DJ bin... Ich habe früher immer versucht, mir dann so Setlisten zu machen. Funktioniert nicht. Du musst es aus dem Gefühl rausholen. Du musst dastehen beim Publikum, beim Rappen ist was anderes. Da habe ich ja meine Texte, so weißt du. Ja. Aber auch da. Ja. Steh jedes Mal vor der Bühne und überleg mir meine finale Setliste erst, wenn ich den Ort gesehen habe, wenn ich dann teilweise Publikum, Linsig mal so vor, weißt du. Und dann gibt es da auch keine Kriterien. Geht einfach nur ums Gefühl. Und so ist es beim Graph auch. Ich kann nicht einen Sketch umsetzen. Ich will ihn dann nicht umsetzen. Und ich krieg's auch nicht hin. Ich kann das nicht so gut. Ich kann nicht so gucken. Und dann, das ist nicht so. Also wärst du wahrscheinlich bei einer Konzeptwand auch nicht dabei, oder? So mit... Wann das Konzept ist? Konzeptwand in Form von, alle sprechen sich ab mit Farben und so weiter. Dann ist ja heute auch nichts Ungewöhnliches mehr. Ja, wir versuchen dann schon mal natürlich, wenn ich mit Kollegen unterwegs bin, dass man natürlich irgendwas Geiles zusammen macht. Also, dass du ein bisschen kickst. Wie ist die Aufteilung und da vielleicht ein Charakter oder da hilft der eine den anderen in einem Background oder schon. Aber was wir immer richtig schlimm fanden, war ja früher so, wisst ihr, du malst jetzt ein Aquarium im Hintergrund. Das fanden wir richtig schlimm. Also, das konnte ich noch nie was mit anfangen. Du bist raus dann. Ja, nee, das ist nicht unser Film. Also meiner nie gewesen und von mir. Naja, nee, muss jetzt nicht so sein. Aber an sich habe ich schon Bock, dass man zusammen sagt, und das ist für mich auch ein Konzept, dass ich mir die Wand angucke und sage, wir wollen das Beste rausholen. Also wir wollen ja alle burnen. So, das war die Grundeinstellung. Ja. Ich bin ja dann viel, als ich damals mit A-Rock viel Line-Pieces malen gegangen und so. Und das war immer, wir haben immer versucht, größer zu malen und trotzdem Style zu haben und haben uns einfach Mühe gegeben, was Geiles zu machen. So, also schon, ihr habt dann schon manchmal ein Konzept wie, wir streichen beide das Filmeblau und in der Mitte kommt Hump die Hump. Ja. Aber jetzt nicht so mit. Wie gesagt, mit der Wüste. In Potsdam war das, oder? Die Geburtstagssession jetzt letztens, die OBS-Crew, was war das, 25 Jahre? Meiner Meinung nach, gibt irgendwo, wir haben es mal, die haben immer alle gesagt, zu mir 94 wurde die Crew gegründet und dann habe ich damals auf Street Files einfach gesehen, OBS 93. Und ich sage, ihr für Pappnasen, er wurde 93 gegründet. Und meiner Meinung nach wird er dann 27 Jahre gewesen. Ja, aber da habt ihr euch alle mal wieder gesehen. Wir haben öfter Crew-Treffen gemacht und... Ja, man muss sich ja jetzt nicht vormachen. Natürlich sind wir jetzt nicht alle 15 oder 20 und fangen hier. Und ich bin ja noch der Jüngste. Ich bin immer noch, würde ich denken, der Jüngste. Ja. Wir sind ja jetzt hier nicht und cornern jeden Tag ab zusammen in der Crew, sondern das sind alle alte Säcke. Aber trotzdem haben wir irgendwie, finde ich, schon immer einen coolen Spirit gehabt, wenn wir Crew-Treffen hatten und dippt immer dann der, wisst ihr, die Hallwriter haben dann vielleicht noch mal manchmal eine andere Connection, gehen zusammen auch mal auf verreisen. Wisst ihr, Sin von OBS ist ja dann auch mit Nomad und so, die verreist und malen da die krassen Holz und so. Ich schon immer so. Oder ich bin ja auch mit Ramsticker und so ein Kram, also schon. Aber eigentlich, wisst ihr, wenn ich zum Beispiel nach Hamburg fahre, dann treffe ich mich auch mit unserem Gründer, mit Desa. So, ja. Und dann treffe ich mich mit dem. Oder wenn er in Berlin ist, so. Hast du den Nomad-Podcast gehört? Ja, klar. Da ging es ja viel um Style. Ja, ne? Er ist Style Pro. Also er ist Style Mission auf jeden Fall auf einem krassen Level auf jeden Fall. Kannst du da noch folgen, wenn es dann so... Ja, ich kann ihm schon folgen, auf jeden Fall. Ja. Ich feiere auch, finde es krass, was er einfach macht. So. Er bringt das, was er macht, schon, glaube ich, immer immer wieder auf neue Levels. So. Ist manchmal ein bisschen wild so für mich so, aber ja, Hammer, er ist auf jeden Fall King. Also für das, was er macht, finde ich, ist er King und ich bin natürlich auch echt schon stolz. Ich meine, guck mal, ja, wir haben da schon krasse Charaktere drin so. Und ich finde es irgendwie lustig, dass ich jetzt der Dritte bin von unserer Code, der in dem Podcast ist, weil so relevant halten wir uns jetzt, glaube ich, nicht. So, ist ja unbeabsichtigt, ne? Genau, weil nämlich Charaktere drin sind, die dann irgendwie, wisst ihr, das ich habe ein bisschen mit mir erst gehadert, weil ich dachte, naja, man gibt ja dann immer... Das habe ich gemerkt. Es gibt ja schon immer auch so... bin ein bisschen scheu mit Interviews oder ich dann immer, ja, eine Woche. Wenn ich dann immer loslege, lege ich los, so wisst ihr. Aber klar, eigentlich... klar, aber zu erzählen hat man dann irgendwie über die Jahre schon, ne? Ja. Stichwort Konzeptwand. Wie ist denn das in der Musik? Gibt ein Konzeptalbum, ne? Macht man sowas dann auch mal, oder? Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Nee, ne? Und ich habe jetzt für mein Album bin ich ja viel mal
am Tüfteln, weil wir auch mal ein bisschen was so mit Sounds ausprobieren, weil dann am Ende, weißt du, manchmal probierst du auch viel aus und dann am Ende verwirfst du auch wieder Sachen so. Ja. Also was, und ich will jetzt über nichts reden, was nicht draußen ist, aber ich hab dann auch schon mal eine Idee gehabt, machst du die eine Seite so, die andere so, halt, weißt du, die in Fall düsteren Dinger, machst du dann die Seite mit denen und verpackst es irgendwie so. Und die andere Seite ist dann eher so ein bisschen vom Sound so fröhlicher und dann machst du doch auf dem Cover irgendwie so. Aber im Endeffekt ist dann weder was passiert, noch wird das, keine Ahnung. Also ich habe schon mal die Ideen manchmal, aber meistens ist wie mit den Styles auf dem Sketch, weißt du? Landet dann nicht immer alles so, aber das schwirrt rum und ich probiere schon viel aus. Ne? Ist auch schwieriger zufrieden zu sein, glaube ich, oder? Mit einem Piece bist du schneller zufrieden wie mit einem Track, oder? Wahrscheinlich. Ja. Ja. Weil ich weiß, bisschen piecemalig. Und ich wollte mir auch nie meinen Graph kaputt machen. Also ich hätte damit zum Beispiel nichts gemacht, wo ich mir dann irgendwie jetzt damit wirklich mit Graph Geld verdiene oder so, weil das ist dann irgendwie mein Graph und das soll so rough und funky sein, wie es sein soll. Und die Mucke auch. Aber ich weiß natürlich, welchen Song mache, wo ich am Ende nur zu 70% zufrieden bin, also im Nachhinein. Und weißt du spielst sie ja dann auch live und die Leute hören sich alle an. Bei einem Piece ist so, das mache ich ja für mich. Natürlich die Mucke auch, aber das Piece ist da und dann ist es auch wieder weg und zack, machst du das nächste. Aber beim Track ist schon, vielleicht hat sich das auch ein bisschen geändert. Guck mal, wenn du anfängst, ist natürlich alles immer, ist alles unverbraucht und aber Worte sind manchmal anders als Buchstaben, weißt du so. Ich finde, beim Piece habe ich das Gefühl, weil ich auch ein habe ich das nicht so bis jetzt, dass ich sage, ich habe das alle gemalt, so, weißt du, sondern da gibt es immer noch so viel auszuprobieren irgendwie, wobei das eigentlich ja. Beim Rappen ist das wohl so? Nee, auch nicht, aber da denkst du dann manchmal ein bisschen, ich will nicht einen Song rausbringen, den ich so schon gemacht habe und aber in besser, sondern du wirst anspruchsvoller. Also ich will halt nicht ein Album rausbringen, wo ich Monate dran sitze und dann am Ende sagen, habe ich schon mal besser gemacht. Da bin ich zu eitel für, weißt du. Und dadurch brauchst du dann ein bisschen mehr, dann weißt du, was ich meine? Und beim Peace ist es bei mir so, da ist jetzt, ich hab schon immer mal Gurken gemalt, weißt du, was ich meine? Ich war so, ich hab die gehören dazu, ne? Anscheinend nicht bei allen, also, aber bei mir schon, ich hab dann meine, die Qualität. Ich glaube, jeder malt meine Gurke. Ja, klar, aber die welche, also ich hab schon ein paar Dinge, die hat da auch eins gemacht, da über zwei, halt gedacht, was hast du denn hier gemacht? Da war aber auch wieder der eine oder andere Schnaps im Spiel anscheinend, aber ansonsten. Ja, das ist trotzdem so. Beim Song, ich würde zum Beispiel keinen Song veröffentlichen, mit dem ich sage, der ist scheiße. Oder der ist, ach komm, da warst du, aber da war nicht dein Tag. Ja, den würde ich gerne nicht rausbringen. Beim Peace ist anders, das steht halt dann da. Ja, das ist dann da. Das ist, wenn es gut ist, wenn es scheiße ist, machst du das nächste Woche. Deine Fanbase, ne? Als Rapper, kennst du die? Oder glaubst du, die zu kennen? Wer dir zuhört? Ja. Wer ist das? Das sind alle Vollidioten. Jetzt natürlich die coolsten Motherfucker, die rumlaufen. Ja, was glaubst du, wer dich hört? Also ehrlich gesagt kann ich dir... Das hat ja immer viel mit Identifikation zu tun beim Rap. Naja, warum ich sage, dass ich die kenne, ist, weil ich einfach, glaube ich, relativ viele Shows gespielt habe. Und bei mir sind die Shows ja in so einer Größenordnung, dass das noch etwas... Ich stehe ja dann am Merchstand. Weißt du, was ich meine? Gib den Leuten immer Fotos und quatsch mit denen und sauf mit denen eben so. Dadurch habe ich, glaube ich, schon... Also es ist jetzt nicht mega klein, aber es ist ja trotzdem irgendwo überschaubar. Und ich bin da auch aufmerksam. Ich gucke mir schon. Daher würde ich schon sagen, dass ich die vom Querschnitt her in Süd kenne. Aber die sind halt nicht so... Ich weiß jetzt nicht, ob ich die in so ein Extrem... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Vom Alter kann ich es dir sagen. Ich würde sagen, der Durchschnittsalter von meinen Fans ist 28. Das ist... Und ich bin 31. So, das würde ich denken. Also das liegt vielleicht auch am Soundbild. Und außerdem haben viele mich dann halt kennengelernt, die hören mich dann halt auch seit 5 Jahren jetzt, weißt du so. Und waren dann halt damals Anfang 20. Also das ist bei mir, aber ich habe natürlich auch 17-Jährige, die meine Mucke cool finden, aber halt auch 40-Jährige. Also ich habe auch einfach 40-Jährige, die sagen, oh geil, die alten Beats. Ich bin 42 und ich höre das. Also, ja, so die alten, die Oldschool-Beats. Und außerdem versuche ich auch von meinem State of Mind was zu machen, war trotzdem immer noch fresh und... nicht irgendwie altbacken und irgendwie so zu verkrustet kommen, sondern einfach so, weißt du, muss trotzdem irgendwie... Ja. Aber vom Querschnitt, so wie du. Ja, ich glaube auch. Also, wir hatten es ja vorhin auch schon... Leute einfach so, weißt du, nicht alle haben den Graph, und die haben auf jeden Fall nicht alle den Graph-Bezug so. Natürlich nicht, und nicht alle haben auch meinen Funky-Bezug und so ein Kram. Aber irgendwie,
auch West-Ost, kann ich dir nicht sagen. Das ist überall mit zuhört. Und eigentlich, wenn die Musik sagen, ist schon immer cool. Klar, manche sind dann schon, also ich krieg zum Beispiel mit, dass jetzt teilweise dann die, die Frauen dann halt auch einfach Mütter sind. Weil die dann 30 sind. So, keine Ahnung. Kannst du mit dem Wort Proletentum was anfangen? Ja, natürlich kann ich damit anfangen. Ist es stolz, dass du damit auch assoziiert wirst? Ich hab Atzen, das sind richtige Proleten. Ja. So. Ich habe immer gesagt, wisst ihr, in meinem ersten Song habe ich gesagt, meine erste Line, die ich geschrieben habe, war Krieg den Graffiti-Toys, wir sind die Hippie-Prolls. Das war meine allererste Zeile, die ich geschrieben habe. Und so habe ich das immer so ein bisschen gesehen. Also ich habe ja diese Form von Atzen und von also wisst ihr, ein MC Boogie definiert Atzen so auch trotzdem nochmal anders, als vielleicht teilweise ich das sage, wo ich sage, ich bin auch ein Atze. So. Mhm. Aber trotzdem ist es anders als diese richtige Amstaff, Proletentum. Und es gibt auf jeden Fall viele Leute, die ich auch kenne und auch so weiter, wo ich sage, das sind richtige Proleten. Ja. Also okay. Und ich komme mit denen eigentlich immer auch genauso super klar, aber ich bin nicht nur so. Und nicht nur in Abwerten, meine ich damit gar nicht. Nur. Ja, ja, ja. Aber ich bin dann manchmal doch auch ein bisschen softer oder weiß ich nicht, oder keine Ahnung. Oder. Ja. Ihr habt im Januar, glaube ich, eine Tour angekündigt, ne? Ja, die wurde abgebrochen. Ne? Mhm. Du meinst jetzt, das was war jetzt? Genau. Von diesem, wurde wegen Corona abgebrochen. Also war er dann nicht mehr. Und jetzt. Aber das ist ja für dich als Musiker eine mittlere Katastrophe gerade, oder? Ja. Du verdienst ja dein Geld damit, ne? Ja, tatsächlich. Ja. Ja, schon. Jetzt denke ich mir manchmal schon, hätte ich mal ein bisschen besser, nicht alle für Schallplatten ausgeben, aber nee, alle Dude. Also ich komme auch so über die Runden und kann davon leben, aber das ist natürlich ein bisschen bodenständiger. Nee, ja. Also bin ich ja eh, aber ich weiß nicht, also für mich ist es schon klar, also ich habe dieses Jahr auf jeden Fall natürlich viel weniger Geld verdient als in den letzten, sagen wir mal, 2 Jahren, die ich jetzt mal so zählen würde, seit ich auf Tour auch hier überhaupt und so, also selber. Mhm. Und wir das alles so hochgezogen haben mit den Firmen und so. Also ich bin schon sehr dankbar. Vielleicht kann ich das ja auch mal hier an der Stelle sagen. Ich bin schon sehr dankbar für die Leute, die auf meine Konzerte kommen, weil ich glaube, für meine, wenn man meine Followerzahl sich anguckt und wie viele Konzertkarten ich 2019 verkauft habe, man kann mich wirklich nicht beklagen so. Und die Leute kaufen Merch. Ich meine, gib mir auch da Mühe, dass ich geile Sachen mache. So, ich versuche immer geile Sachen zu machen. Und die Leute kommen bei uns ins Store jetzt, wo wir so ein bisschen manchmal aufmachen und sagen, hier, wo ist euer Store? Auch im Wedding an der Seestraße. Da haben wir so ein, so ein Büro. Und dann haben wir so gesagt, machen wir. Mit Öffnungszeiten oder muss man? Nee. Naja, mit jetzt manchmal. Also, wir kündigen nicht an. Okay. Aber jetzt nicht so regelmäßig manchmal. Auf Instagram oder irgendwo? Nein, genau. Und die kommen da hin und auch mit dem Bier, also es ist ja unglaublich so, ja, wie die Leute da wirklich überall hinrennen und unser Bier saufen so und uns damit auch so, uns supporten und auch die Idee einfach geil, weil die Idee geil finden. Und ich muss einfach sagen, auch wegen denen kann ich auch in so einer Zeit jetzt, komme ich irgendwie klar. Aber ist schon, war mal besser. Wir können das ja aber beim Namen nennen, das heißt ja Nordberliner, das Bier, ne? Deswegen hatte ich auch vorhin Unternehmer gesagt, ganz zum Einstieg. Dass tatsächlich, da hat es auch ein anderes Level rum. Genau. Das ist nämlich dann nicht Kunst, die also meine Kunst, die also im Fernsehsinne auch, weil ich ja jetzt wie so ein Marketing-Typ bin, dann, also diese ganzen bekloppten Sprüche und so, die denke ich mir dann auch immer mit aus, jetzt nicht alleine alle, aber ist eigentlich cool. Für die Lines, die mir zu klamaukig sind, für Rap kann ich jetzt dafür nehmen, weißt du? Oder so. Naja, und beim Rap haben wir ja früher, wie gesagt, auch ein Label draus gemacht und uns da ja auch selbstständig gemacht und so. Und da kam ja auch schon viel Business-Kram auf einmal. Zum Glück, auch Grüße an Achim Funk, musste ich dafür davon immer nicht so viel tun, weil ich einfach gemacht hat. Aber weil ich auch einfach wichtiger. Ich bin schlecht. Ich bin, wisst ihr, ich kann gut reden und ich bin draußen. Ich kann Computer steuern. Kannst mir nicht so ganz meine Stärke. Aber gut, dass ich da wieder jetzt so wieder geholfen. Und beim Bier war dann aber so, denkst du dann halt nicht. Ja, jetzt das ist ja dann wirklich ein richtiges Business. Und wir haben gesagt, wir steigen jetzt in den Getränkemarkt ein. Was ja okay auch eine Schnapsidee war. Und dann haben wir gesagt, nee, aber wenn, dann machen wir es auch. Und jetzt sind wir in Süd drin gewachsen. Also wir haben uns da jetzt, glaube ich, auch so ein
gewisses Standing erarbeitet. So. Mhm. Auch die Spätis sagen, ey, du, was los? Ich meine, seit einem Jahr laufen, kommen die Leute hier rein und saufen nicht. Also macht das schon gut. Und da, also, hätte ich mir nicht erträumt. Ja. Also, das war wirklich ein Traum von mir. Mhm. Ein eigenes Bier zu haben. Aber ich habe damals gesagt, stell mal vor, Achim, wir laufen durch ein Wedding und kannst in Späti, im Wedding gibt's unser Bier. Unser eigenes Bier. Das ist das jetzt aber in irgendwelchen, dass ich auf der Reeperbahn bin und das im Späti kriege oder in Köln in der Innenstadt, da denkst du ja wirklich, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Und wer weiß, wohin führt. Mhm. Wir haben Bock. Und auch da versuchen wir immer natürlich irgendwie so, wie finanziell und auch so geht, Freunde mit einzubeziehen. Also immer alles Family-Business so. Und alles von der Pike auf, wie mit der Mucke, mit allem. So macht Spaß. Aber ich muss sagen, also Capital Bra hat auf jeden Fall mit seiner Pizza weniger Kopfschmerzen gehabt. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, weil Bier ist nicht. Weil er hat sich da mit ein paar Chefs hingesetzt und hat ein paar Millionen einfach verdient, indem er seine Sicht um eine Pizza gedrückt wird. Also, und ich meine, vielleicht hat er so auch selber das Rezept entworfen, das kann sein. Mhm. Aber wir machen uns halt, für uns ist natürlich das alles viel. Ja. Ist richtig dann mal hoch. Mhm. Also, Klinken putzen, was das Bier betrifft. Aber ey, habe ich keine Probleme mit, weil ich mache jetzt. Also, ich will mir wirklich nicht beklagen. Also, ich lebe meinen Traum jeden Tag. Jeden Tag lebe ich meinen Traum. Ich mache nur Selbstverwirklichung. Mhm. Also, das, was, wisst ihr, auf der Lebenspyramide eigentlich für viele ganz oben ist, da wache ich auf. Und das ist natürlich eine feine Sache. Gibt es da noch so ein großes Ziel, was noch irgendwo steht, wo du sagst, da musst du noch ran? Also, pass auf. Mhm. Das ist jetzt natürlich schon eine interessante Frage für mich. Weil ich muss sagen, als mit dem Rap alles so. Ich bin irgendwo trotzdem ein bescheidener Typ. Das heißt, den Erfolg, den ich mit dem Rap hatte, auch 2019, sag ich mal, letztes Jahr, wo wir zehnmal auf Tour waren und die Buden waren schon recht, ja, nicht so klein mehr. Ja. Mhm. Da machst du alleine fest in Kreuzberg, stehst da, boah, Wahnsinn, Alter. Also wirklich, und ich stehe ja nicht mit einer großen Rap-Crew, sondern ich stehe einfach alleine und das ist so, das ist schon krass. Ja. Da habe ich schon, dann habe ich, ich bin relativ viel gereist so und ich habe so, was man so in seiner Freizeit mal alles machen wollte, habe ich eine Menge gemacht. Mhm. Und dann war ich so. Und dann bin ich ja jetzt Vater geworden. Also, dass du viel gereist bist, habe ich auch gesehen, auch schon gehört. Du warst Südamerika, ne? Ich glaube, Afrika warst du auch, glaube ich, ne? Mhm. Und da gibt es auch gute Fotos von den Reisen. Also, ja, zumindest. Ja. Ich habe immer viel gerne mit analog fotografiert. Mhm. Ja. Aber eher so für. Also, Fotograf würdest du dich jetzt nicht nennen? Nee, nee. Okay. Nee. Ja. Ich würde mich auch nicht Unternehmer nennen, aber also, weißt du, so, ja, wenn mich manchmal Leute fragen, so, ja, was machst du eigentlich jetzt wieder wegen Wohnung und so gekickt und so, dann lass ich mal lieber weg. Oh, Bier kommt gut an, weißt du, mhm, dann können sie dafür. Ne? Das kann der Hans-Dieter mit anfangen. Ja? Mhm. Aber wegen den Zielen. Wegen den Zielen, genau. Ich hatte dann schon, das hat mich dieses Jahr schon, als das Jahr so losging und dann halt mit Corona und so, hast du viel Zeit zum Nachdenken. Ich musste. Mein Ziel ist natürlich diese, also mit dem Bier war das letzte Ding, wo ich gesagt habe, also Henne, jetzt mit dem Grenzgebiet-Film muss man überlegen, wir haben den Heiko-Film gedreht, ja, der noch nicht draußen ist, das ist auch echt die Härte so, ja, wo ich auch so eine kleine Gastrolle habe und so. Und das haben wir alle, da habe ich mir gedacht, Mann, Alter, und ich bin ja jetzt auch, also dann wirklich 30 geworden, habe mir gedacht, wow, Alter, Digga, deine 20er waren auf jeden Fall richtig krass. Ich habe auf jeden Fall sehr viel reingepackt, so wirklich, auch mit den ganzen Reisen und so. Mhm. Ja, und dann habe ich so das Gefühl gehabt, so, Digga, du musst jetzt erstmal. Das ist schon viel, so, das hätte man auch ein bisschen stretchen können. Mhm. Was sind eigentlich deine Ziele? Ich habe mir die Frage vielleicht das erste Mal selber gestellt, weil vorher haben die sich immer alle so einfach überschlagen. So, ja, weißt du, so. Ich habe jetzt auch schon wieder neuen Quatsch vor. Ja. Also, aber das erzähle ich nicht, weil es noch nicht passiert ist. Aber ich will in ein paar Jahren auf jeden Fall, also ich will alles so weitermachen, das ist das Hauptding. Ich will diese Babys, die wir in die Welt gesetzt haben, ich will erstmal alles weitermachen, bis ich, wenn ich mal irgendwann ein Gefühl habe, ich habe in einer Sache keinen Bock mehr, Grab wird es nicht sein, das will ich immer nebenbei so machen, wisst ihr? Ja. Aber ich will auf jeden Fall eine Weltreise machen, bevor meine Kleine in die Schule kommt. Mhm. Also Weltreise, so mal wirklich mal ein halbes Jahr, drei, vier Jahre, ein Jahr oder so. Mhm. Weil das ist jetzt bei mir lange her. Ich war in Südamerika vor fünf, sechs Jahren. Und wenn man jetzt noch ein paar Jahre wartet, das würde ich dann schon gerne so machen. Das ist jetzt nicht so wie so ein großes Ziel, aber doch irgendwie doch, na, doch schon eins davon. So. Ja. Und ansonsten, ich denke jetzt an mein nächstes Album natürlich so. Ich will natürlich mit neuen Album Gas geben und auch mal so mal richtig hinkicken lassen. So. Ist das so jetzt gerade zu der Zeit, wo man nicht auftreten kann und so weiter? Ne? Was macht jemand, der Musik macht da jetzt momentan? Nimmt er dann auf, nimmt auf ohne Ende? Und so habe ich es mir vorgestellt. Ja. Also ich habe wirklich. Als Corona losging, habe ich angefangen, neues Album zu machen. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe ganz 2019 keine Musik gemacht, weil ich habe zwei Alben rausgebracht, zweimal Probephase, zweimal Tour und wir haben das ganze Bier-Ding gehabt. Mhm.
Und dann war ich ja auch nochmal, bin ich auch nochmal morgen weggefahren und so ein Kram. Und da habe ich schon ja keine Musik gemacht. Also ich wusste eh, also 2020 Musik habe ich auch, das hat mir voll gefehlt. Also das Bier hat uns auch schon genervt, weil wir haben halt, naja, wir haben Achim, vor allem Achim, hat ja keine Beats irgendwann gemacht, weil wirklich so, wenn du sagst, du willst ernsthaft ein Bier auf den Markt bringen und du machst alles selber, du hast keiner, der hinter dir steht und dir die fette Kohle rinpumpt oder dir mal alles erklärt, dann ist das einfach mal direkt ein Fulltime-Job. Nur bitte. Ja, so. Ja. Und jetzt können wir langsam ein bisschen abgeben, weil wir haben Atzen eingestellt, so einen guten Freund, so, Grüße an Howie. Und Lukas macht da immer viel mit der Grafik und auch so, dass wir jetzt wieder Musik machen können. Dann habe ich gedacht, wir geben jetzt richtig Gas und dann bin ich irgendwie so ein bisschen in so ein, ich will nicht sagen, ich hatte eine Blockade, aber das war so ein bisschen, was willst du eigentlich machen? Hm. Auch da, wo will ich eigentlich meinen Sound einfach genauso weitermachen, wie Shakitis dann war? Also, was heißt bloß, also das war ja schon, ich fand das ja geil, aber ich wollte mich auch ein bisschen von diesem puren Moonmap so mal lösen und ja, aber wenn du ein Jahr keine Musik gemacht hast, haben wir nicht 50 Beats angestaut, sondern wir sind erstmal direkt in eine Soundfindungsphase gekommen. So, weißt du, ich meine, ohne dass ich jetzt hier auf immer hier Lambada mache. Also das wird schon immer Schacke sein und das wird immer, weißt du, so. Aber so trotzdem will ich mich weiterentwickeln und hat dann erstmal ein bisschen alles. Hat dann ein bisschen gedauert. Aber jetzt bin ich gut dabei. Hälfte würde ich sagen, ungefähr am Kasten. Und, nichts sagen, wann mal, was? Ja, nein, ich will nicht über was reden, was du nicht gemacht hast. Ja, ich bin völlig bei dir. Es ist ganz schwer, weil du enttäuscht auch schnell Fans. Und genau, also, wir kommen ein neues Album ja. Und hoffentlich natürlich dann auch eine Tour. Hm. Und so wie es sich gerade anfühlt, habe ich dann vielleicht doch mal nicht eine lange Pause nach dem Album. Ich habe es jetzt nach jedem Release, was ich alleine gemacht habe, immer lange keine Musik gemacht. Weil einfach dann kam halt immer Videos drehen. Wenn man alle selber machst, weißt du, dann, oh, wir brauchen ja Merch, dann ist es auf Tour, dann bin ich ja gerne mal, wie gesagt, weggefahren. Ja, zack, halbe der vorbei. Oh, dann nächsten Monat kann der nicht und dann ist schon wieder, weißt du, und dann haben wir erst immer wieder angefangen. Ja. Und vielleicht so kontinuierlich einfach wie so eine, wie mein Arbeitsplatz. Wir haben jetzt auch zum ersten Mal seit ein paar Monaten so wie so ein Studio, was nicht in der Wohnung, bei Achim ist. Das war damals so ein bisschen so eine regelmäßig immer dranbleiben so. Und vielleicht auch mal. Ja. Konsumierst du eigentlich selber Rap? Also was hörst du eigentlich, wenn du Rap hörst? Heute, also 2020? Es ist auch alles viel mehr geworden. Also wie gesagt, hier, als ich 2014, als wir da Nordachse rausgebracht haben, da wusste ich nicht mehr, wer Kollege ist. Ich habe keinen Rap gehört. Also wirklich gar nicht. So. Mhm. Und da bin ich, das hat sich krass geändert. Jetzt höre ich schon viel, aber ich glaube, ich kenne mich schon ganz gut aus, was im Deutschrap abgeht mittlerweile. Mhm. Aber das ist für mich immer dieses Hören als so Handy hören. Ist das für mich so abchecken, was machen die? Aber ich genieße das nicht. Das ist für mich nicht die Musik, die ich privat dann wirklich sage, komm, wir chillen in der Runde, wir hören jetzt irgendeinen Rapper. So, weißt du, Lucianos neues Album. Hm. Wobei ich das auch, finde das schon ein interessanter Künstler und macht krasse Sachen. Aber das höre ich dann halt nur auf dem Handy so oder mal mit Kopfhörern, aber nicht so. Ich höre ja ganz andere Musik. Also ich höre ja Musik aus, zu Hause läuft Musik aus Angola oder Musik also so machst aus, du dich locken aus mit Peru oder Musik aus, Sambia. Also da läuft, ich höre ja weltweit Musik viel aus den 70er Jahre und 80er. Das ist ja mein Film. Also zum Lockermachen quasi. Nee, ich bin, was heißt locker machen? Ich will einfach alles kennen, was geil ist. Mhm. So, also da bin ich bin da richtig auf meiner Mission. Also Deutschrap dann gar nicht so, ja? Also es ist nichts, was du jetzt wirklich hörst zum... Naja, es gibt schon Sachen, die ich cool finde. Also ich gibt viele, die, das ist nicht meine Soundästhetik, die ich einfach privat höre. Mhm. Ich höre einfach viel, da bin ich woanders unterwegs. Ich interessiere mich da für Musik. Ich habe gestern wieder eine neue Platte geholt. Musik, wie eine neue Compilation aus der Küste von Kolumbien. Mhm. Weißt du? Wo schwarze Musik, was die Sklaven mitgebracht haben aus Afrika, die sind ja alle da in Nordkolumbien angekommen, haben die Spanier da alle hingebracht und das hat sich gemischt mit den Rhythmen der Latinos da. Ja. Das ist, und da bin ich Profi drin. Wirklich, also das ist komplett mein Film. Da habe ich mir gestern noch eine Platte geholt über vergessene Mucke so aus 80er und 90er aus Brasilien, was so ein bisschen alle schon so Drum Machines hat und so Kram. Mhm. So ein bisschen Breakdance-Style, dann aber auch mal wieder ein Sade-Cover drauf und so. Also, da bin ich unterwegs. Da habe ich mir heute, ich war auch bevor ich hergekommen bin auf dem Flohmarkt, da habe ich mir eine One-Way-Platte geholt, so 80s-Funk, richtig Killer-Shit. Hm. Und dann habe ich mir noch eine Michael McDonald geholt, das ist für 3 Euro,
Das ist die von Regulate, wo ein G das Original drauf ist. Weißt du? I keep forgetting. Da, 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 da. Ja. Ich habe gehört, du hast eine sehr große Plattensammlung. Also ich glaube, die viele, die haben eine viel, viel, viel größere. Also ich habe jetzt keine sehr große. Also für einen Otto-Normalverbraucher schon. Ich aber ich habe schon Sammlungen gesehen. Ungefähr? Ja, das ist nicht so krass. Ich habe vielleicht 2000 Platten oder so. Oh. Das ist schon in Ordnung. Aber ich habe halt eine relativ ausgewählte Sammlung. Also ich habe schon auch ein paar spezielle Sachen da. Hm. Ich habe so meine Nischen, in denen ich mich auskenne. Mich richtig gut auskenne, würde ich sagen. Hm. Gibt es immer noch krassere, zu denen schaue ich auch auf. Das sind Idole für mich, heute. Mhm. Also wirklich. Ja, ja. Also die Leute, die machen Labels, Plattenlabels, wo die sozusagen alte Musik ausgraben aus der Welt und bringen Compilations raus. Was ich eben auch gerade erzählt habe, die aus Kolumbien, das Label heißt Analog Afrika. Also der Typ, der das Label macht, das ist für mich, ist ein Held für mich. Mhm. Also wirklich, da kannst du dir ja nicht vorstellen, wie oft ich daran denke und denke, das hätte auch mein Weg sein können. Ja. Da zieht mein Hut vor. Der reist durch die Welt und ist nur auf der Mission. Der Typ ist so krass, wirklich. Kann ich dir nur ans Herz legen. Also wirklich. Okay. Och, was da für Schichten zutage kommen, wie die Musik aus kapverdischen Inseln so, die, so klingt, wie sie klingt und so damals. Das war wild. Hm. Das ist richtig mein Film. Also Plattensammlung groß, aber du, wie gesagt, der Typ von Analog Afrika, ich will seine Sammlung mal sehen, der meine einfach nur Amateurshit. So. Also ich bin ganz klar fortgeschritten. Für eine Privatsammlung ist das sehr viel. Also, ja, ich habe da auch ehrlich gesagt immer meine ganze, also alles, was ich übrig hatte an Kohle immer reingesteckt. So. Mhm. Also wirklich, okay, das ist schon pervers. Andere Leute haben sich dann immer Klamotten gekauft oder Kokain. Ich habe mir immer das gekauft. Wirklich. Mhm. Also richtig, ich bin süchtig auch. Also ich muss auch wirklich sagen, dass das eine Sucht ist so. Ja. Und dass ich da schon, bin nicht so süchtig nach materiellen Dingen, aber das ist schon mein Ding, Alter. Mhm. Das ist eine Dick als Lebensding. Das wird nicht aufhören. Ich glaube, dass wir mit Corona, oder mal anders gefragt, die Partyreihe Das Zündet, die hast du mit initiiert, oder? Hm. Kommt von euch so, ne? Man ist eine sehr erfolgreiche Partyreihe gewesen, war super schnell immer ausverkauft und so weiter. Naja, gab ja nie Tickets jetzt so, aber ja. Erfolgreich. Gut besucht. Ja, gut besucht, erfolgreich. Genau, habt ihr schon einen Nerv getroffen irgendwie, ne? Irgendwie eine Lücke gefüllt, die es wahrscheinlich so noch nicht gab. Gab's nicht, ne? Ja. Ja, das ist, jetzt spricht da noch ein anderes großes Baby an. Also. Warum? Also, ja, weil das ist halt voll mein Baby, so. Ja. Da bin ich sehr stolz drauf. So. Und da werde ich immer dann zurückdenken, wenn ich mal älter bin und sagen, Alter, was haben wir da eigentlich gemacht? So. Mhm. Also ich gehe ja gerne feiern, aber wenn du da eine Party machst, also die wirklich, die genau so, wie du sie vorstellen würdest, dann geht ja nicht. Und die regelmäßig hast und die Leute haben es halt, weil jetzt ist es ja alles ja nicht, die haben es halt einfach geliebt. So, weißt du? Also ich habe immer viele Leute, war ja auch wie so ein Corner immer so, also viele auch, weißt du, sie sich so mal treffen, denn so, hatte schon mal so einen familiären Vibe, Teil der Party, so. Aber trotzdem konntest du als jemand, der einfach nur von dir hört, da ist eine coole Party, konntest du da genauso natürlich da einfach nur eine geile Party haben. Und ohne dass du jetzt sagst, weißt du, da treffen sich ja viele, die sich kennen oder so. Mhm. Sehr Berlin-lastig sozusagen. Ja, ist ja jetzt nicht wie ein Touri-Schuppen in Neukölln. Und ja, der Vibe war krass. Und wenn ich dann auflege, und das ist ja wirklich auch eine riesen Leidenschaft von mir, und dann. Ja, ich kann es ja in Worte fassen. Also mit den Partys haben wir den Vogel einfach abgeschossen. Was glaubst du, warum? Also was glaubst du, warum das so erfolgreich war? Oder ist hoffentlich wieder ist? Bald. Kann ich dir genau sagen, warum? Weil wir einfach übertrieben viel Herzblut drin gesteckt haben. Mhm. Ich habe mir damals gesagt, wir haben mit der Party angefangen, als ich mit Rappen angefangen habe. Das war 2014. Mhm. Und dann bin ich, als es gerade losging, bin ich ja abgehauen aus Amerika. Mhm. Weil es einfach so geplant war und war ja auch halt gut so. Aber wir haben uns damals gedacht, das ist so eine krasse Partymucke. Ich hab das nur gespielt immer. Also zu Hause. Und dann hatte ich ja schon mal ein paar DJ-Gigs bekommen. So. Als ich dann so von Illo, der mich so ein bisschen entdeckt hat und so. Und dann habe ich wirklich gesagt, das mit Achim, Mann, Digga, das ist einfach der krasseste Scheiß. Du musst es den Leuten einfach nur zeigen. Du musst nicht einfach nur irgendwas abspielen. Du musst das Beste vom Besten geil spielen. Du musst einen Vibe erzeugen. Du musst eine geile Atmosphäre im Club erzeugen. Und du musst einfach... Du musst selber dafür brennen. Ich glaube daran, das ist ja auch live so. Guck mal, du musst dann auch halt einfach das rüberbringen. So. Mhm. Und genauso klingt zwar doof, weil beim DJen legst du ja nicht, legst ja eine Platte auf. Also beim Rappen ist das ja meine Stimme, weißt du. Mhm. Aber du kannst mit dem DJ genauso. Ja? Ist genauso. Entweder kannst du die Leute anstecken oder nicht. Und einer könnte die gleichen Platten spielen in einer anderen Anordnung wie du, aber kann das vielleicht trotzdem nicht so rüberbringen. Und irgendwie haben wir eine geile Posse, wie in allem. Und wir haben einfach damals übelst guck mal, die ganzen Poster immer, weißt du, so, die haben alle immer gezeichnet, weißt du, so. Und dann immer zusammen mit den Kumpels plakatieren gehen und
und damals immer Promo-Clips geschnitten und also wirklich uns wirklich, also eine richtige Herzensangelegenheit so. Und das hat sie natürlich auch gezahlt gemacht. Du, und noch eine Sache, keine Party, die von den Gästen, von den Bookings lebt. Mhm. Ich schreibe gar keinen DJ-Namen drauf, sondern es, die Leute, du, wenn, entweder ist die Party der Shit oder dein Booking, aber bei uns war es von Anfang an die Party. Scheiße, ja, wer auflegt. Da kann oben DJ auflegen. Ich habe teilweise krasse Leute auflegen gehabt. Da haben wir, das eben machen wir das, weil wir haben spontan in die Oskar Neos da oben aufgelegt und so. Und danach legt mein Atze auf, den keiner kennt so. Und das war irgendwie so. Und das ist scheißegal. Das war bestimmt, wo die gibt da waren. Gibt keine Egos, gibt keine Egos, keine irgendwelche DJ-Persönlichkeiten. Die da rum haben den geilen Abend noch nicht. Und so habe ich auch immer ausgesucht, oder wir ausgesucht, wer wo wann spielt. Das mache ich, und aber natürlich immer in, bin ja immer eher so ein, also alles immer natürlich an dem Abend am besten. Man kannst du euch noch auflegen? Boah, dann zwischen 2 und 4 gehen. Ich bin ja immer total so, bist du immer sehr ein bisschen locker oder so. Ja. Und, aber genau, das hat's. Weißt du, die Leute wissen ja nicht, was kommt heute oben eigentlich, weißt du so. Und dann auf einmal läuft dann eine Mucke aus Guadalupe, Karibik-Shit 2 Stunden und danach kommt dann NPC-Show und Beats, 90s, Boom-Bap. Und danach kommt dann auf einmal wieder... ist ich was da, eine James-Brown-Nummer und später sind wir bei Haus dann angelangt. So, was ist denn das so? Wenn du das geil verpackst, alles möglich. Und das hat, ist so ein Erfolgsrezept gewesen. Ja. Ist aber mittlerweile eben Pause, ne? Klar, wegen Corona. Ja. Wir sagen manchmal nicht, weil ich am meisten vermisse, aber wahrscheinlich ist das. Das Feiern? Das Feiern. Oder Feiern. Hm. Mein Feiern. Hm. Ja. wenn ich die Party mache. Das Gute ist, weil das heißt, ich die Party mache, aber ich habe tatsächlich normal feiern. Hm. Ich habe ja auch nicht nur Titte, sondern ich wurde ja auch öfter mal gebucht und so ein Kram. Hm. Habe mich natürlich krass daran gewöhnt, dass Feiern heißt für mich eigentlich, dass ich die Party mache. Der steht auf der Bühne oder ich stehe in der DJ-Pult, weißt du. Hm. Und wenn ich so normal auf eine Party gehe, muss ich mich erstmal so, muss ich mich erstmal so rinkommen, weißt du, so, ja. Weil so normal auf dem Tanzfläche oder an der Bar Drinks holen und dann irgendwie so, keine Ahnung, so dann, eigentlich bin ich doch der da hinten steht und dann so, weißt du, ich habe auch einen Song darüber für ein neues Album, so. Hm. Du richtig feiern kann, wenn der andere zum Feiern bringt. Also, ja. Also so ist es nicht, aber schon mein Ding. Ja. Welchen Track performst du am liebsten bei deinen Shows? Mal, wenn man mal komplett... Das kann ich dir nicht sagen. Ist schwierig? Das kann ich dir nicht. Hm. Hängt immer von der Show ab. Ich habe halt die Songs, die am krassesten immer abgehen, die sind halt, wie nennt man das, diese Fluch und Segen zugleich halt natürlich. Hm. Ne? Also... Natürlich ging mir dann am Ende irgendwann mit dem La-La-La-Song die ersten Male live, dann wäre fast die Träne kommen. Also das war dann wirklich mal wie so Festival-Style. Ja? Mhm. Wo alle mitmachen und so Kram. Genau. Sonst ja nicht. Ich rappe meine Rucksack, die meistens immer durchgerappt wie die Strophe. So. Da war ja nicht viel mit mitmachen. Ja? Aber trotzdem war der manchmal so, okay, hier rasten jetzt alle richtig aus. Ja. Aber mich selber ist ja das... ist natürlich die geilsten Momente sind teilweise, wenn ich dann mit Lukas dann so Beatboxing mache und ich mache das richtig fast spitten Rap oder wenn ich mich herausfordere, weißt du, ich meine, und deswegen versuche ich immer einen Moment der Improvisation auf der Bühne zu haben, der aber vielleicht auch scheiße wird, ein bisschen brauche ich das schon. Ansonsten halt, ja, nee, gibt nicht den Song, den am liebsten performen, kann ich nicht sagen. Gibt's da nicht, also, ich ging so aus Prinzip damals, Alter, also immer noch, aber das war ja natürlich auch echt unfassbar so. Ja, ja. Und dann hast du natürlich schon Bock, dass du mal 5 so eine Songs hast, weißt du, wo richtig Feuer ist am Ende so. Ja. Aber ich stehe halt auch auf die, wo ich einfach 3 Minuten durchrappe und die nicht so viele, also ich habe auch immer ein paar Songs in meinem Set, die nicht so, ich kann bei Spotify kicken, wie oft wird was gehört, die jetzt vielleicht nicht so am meisten gehört wurden, weil ich aber der Meinung bin, die haben trotzdem brauchen die in Kreuzwort auf der Show auch, wo Leute mir mehr zuhören oder so, weißt du, aber ich weiß es doch nicht, ist immer anders. Ich habe jetzt aber nicht meinen Lieblingssong, den ich live spiele. Ich habe auch nicht meinen Lieblingssong. Mhm. Aber für die meisten cool, sonst hätte ich sie nicht rausgebracht. Also so eine klassische Hymne, wie man das bei vielen Rappern kennt, gibt es bei deinem Ja, Kings aus Prinzip schon, ist schon glaube ich, schon so ein bisschen. Also ich habe halt, also war schon dran an so einem Tag. Mhm. Das ist halt so mein, irgendwie auch so, für Nord-Berlin war das schon damals so, glaube ich schon, also wirklich so, Ja. Halt, schon so ein wie das viel hört, ist natürlich auch was, wenn vielleicht mal die Mädels hören oder so. Also jetzt nicht, weil einfach ein bisschen entspannter ist, so weißt du. Mhm. Aber Kings aus Prinzip war dann schon so wie meine Hymne, würde ich schon so sagen. Diese Ah, Karpaten und Chewappi auch. Ey, glaub, Matti fand den Film, den Song immer scheiße, er hat nicht auf den Film gemacht. So, Matti, der ist doch mit der Soundtrack dazu. Aber ich hab da natürlich, oder du, mach was du willst, ne? Aber der hat ja auch krasse Wellen geschlagen, natürlich auch. Mit diesem Reisen und so, waren viele deswegen auch, glaube ich, deswegen dann eingefahren und so. Ja. Der auch. Saufen Halligalli, also Party-Ding. Ach naja, wollen wir nicht über meine Songs reden. Hab ein paar, die dann sehr gehört werden und ein paar, wo sie weniger gehört werden.
Ist dein, hast du deinen Eltern eigentlich deine Musik mal gezeigt? Oder kennen die deine Musik? Natürlich, Fans davon. Ja? Also, weil ich's bin. Sonst natürlich jetzt nicht so. Ja, die waren im Festsaal Kreuzberg bei meinen Eltern da. Mhm. Meine Schwester auch. Die sind ja eh öfter dabei. Und sind schon eine starke Truppe. So. Also meine Eltern sind jetzt sind nicht zusammen. Mhm. Aber ja, stolz wie Bolle. Ja. Hast du mit denen den Film geguckt, Grenzgebiet auch? Nee, das nicht. Nee. Also, aber hey, würde ich auch machen. Ich hab aber gibt's ja nicht, den gibt's ja nicht auf DVD oder so. Ja, hab gesagt, Mama, musst du mal kicken, da siehst du richtig. Ja. Sonst denkst du ja manchmal schon, dann machst du auch mal auf dicke Hose. also, ja, die würden natürlich sonst nicht hören. Aber die sind super stolz. Also meine Mutter guckt dann auch manchmal da irgendwie, hat er ja natürlich keinen Account damals, bevor Corona war immer schon bei Instagram mal ein bisschen gekickt, weil ich mache und so. Mhm. Klar. Festsaal Kreuzberg war krass für mich, die Show. Das war ja sozusagen meine Show bei der Shakidistan-Tour im Frühjahr letzten Jahres, wo dann 1200? 1300? Und dann da Eltern in einer Loge und so Kram. Mhm. Und natürlich die engen Freunde und so und Freundinnen und so. Das war schon echt krass, Alter. Mhm. Vielleicht nochmal abschließend. Weil wir jetzt gerade im Dezember sind, 2020, rückblickend dieses Jahr, unabhängig von Corona, ne? Gefühlt ist es ein sehr, sehr starkes Jahr gewesen für Graffiti in Berlin. Ne? Würdest du das auch so sehen? Ja, die Frage ist, was ist stark? Naja, im Sinne von, wie viel ist gefahren? Und na, so, dann ja. Und, also, oder ich will auch gar nichts, ich will eigentlich gar nichts jetzt Negatives sagen, aber ich glaube, man könnte trotzdem sagen, ist doch viel Scheiße gefahren. Ich finde, dass viel coole Sachen fahren und war natürlich ein krasses Jahr, wollen wir nicht drüber reden. Mhm. Aber manchmal geht doch so eine, vielleicht, manchmal geht da doch so eine Exklusivität verloren, wisst ihr, ich meine? Also, wo ist der Reiz, eine U-Bahn in Berlin zu malen, wenn sie fühlt, jeder macht und jeder schon gemacht hat und du immer siehst so eine Übersättigung? Also, ich will mich nicht beklagen, also wirklich nicht. Aber ich will es mal so. Ist das so, ja? Den Blickwinkel sollte man mal auch nicht vergessen, so. Also, was war denn früher, wenn ich eine U-Bahn gesehen habe? So, das war krass. Ja, das war krass. Ja. Und wenn das dein dicke Panel war, dann einfach krass. So. Ja. Und so ist es jetzt halt sehr inflationär und jetzt kommen wir mit dem Berliner Talk, der ja so ein bisschen immer weniger wird, aber ich meine, die wenigsten davon sind ja auch Berliner. So, ich meine, Frage, ist das schlimm? Ist das schlecht? Nee, ist nicht schlecht, aber trotzdem ist es anders. Und wenn ich halt, trotzdem denke ich mir manchmal, so, ich finde natürlich trotzdem geil, wenn dann Berliner Jungs kommen oder Mädels, keine Ahnung, die dann da, die weil du siehst ja trotzdem, die geilen Eisen rausschieben, als wenn ich da wieder einfach immer nur Touris sind. Was ich aber auch, feier ich auch. Ich hab wenig, was da raussticht. Ich würde mal so sagen, für mich gibt es einfach wenig, was da raussticht. Mhm. Also ein Huskies End-to-End ist für mich immer noch, macht einen Unterschied so, weißt du? Da ist ja erst wieder ein richtiges Brett gefahren, ne? Vor ein paar Tagen. Belegt nicht mehr zu sagen, macht den Unterschied. Meiner Meinung nach können sich da eh alle anstellen so. Und was es aber in der Riege gibt, wird schnell dünn. Ja. Also, was ist Masse? Was ist, es fährt lange, fährt viel? So, ist geil, ist krass, dass es in Berlin so ist, wie da man immer von geträumt hat wahrscheinlich oder so. Aber wäre nicht noch geiler, wenn einfach noch mehr richtig fiese Bretter fahren und die Leute sich noch mehr mit Buchstaben auseinandersetzen und mit was für ein Flavor willst du eigentlich bringen, anstatt, weißt du, es gibt ja auch diesen relativ coolen Instagram-Globalisierungs-Style. So, ja, der ist immer, der hat schon diesen Oldschool-Style drin, man hat sich, viele haben sich auf eine Standard-Cap-Outline geeinigt, so, da kann ich mich nicht gegen beschweren, finde ich auch cool. Aber vieles ist so im soliden Mittelfeld, meinem Geschmack nach, wisst ihr? Und so teilweise auch immer, du siehst ja, was auf Instagram dann gut ankommt, natürlich immer schön leserlicher, ja, nochmal ein bisschen Comic oder ein bisschen eine Tiernote drin oder so. Ja. Aber ich finde es halt geil, wenn Leute sich, oder auch zum Beispiel bei Mama so, ja, das ist halt seine Note. Weißt du, ich meine, sein Style, ja, macht, das ist der Heavy-Metal-Style drin, oder keine Ahnung, was der da macht. Das finde ich halt geil, so, weißt du, so. Also das würde ich mir trotzdem sicherlich noch manchmal, was heißt wünschen, aber ein bisschen die Style-Mission ist dann auch in mir drin und da muss man dann trotzdem auch einfach mal als Berliner trotzdem weiterhin auch meckern und sagen, da geht noch was. Da geht noch was. Ja, ja, so. Ja. Hast du die 5 Minutes gesehen mit ihm? Ja, habe ich gesehen. Die war ja mal ein bisschen anders, ne? Ich habe es nur einmal so, ich muss noch mal in Ruhe angucken. Für jemanden außergewöhnlicher Writer. Also, das ist auch schon krass. Also auf jeden Fall. Ja. Es gibt schon immer krasse Leute, also und ich muss sagen, also was diese ganze Dreistigkeit und weiß ich, also wie die Leute mit Spots umgehen, also ja, das ist natürlich alles schon einfach krass, wie sich das entwickelt hat. So. Mhm. Also,
zerziehe auch meinen Hut von den Leuten, auch die ganzen, wenn wir von meinem Reisen waren und so, die Leute, die halt, ich bin ja auch, wie gesagt, viel gereist. Ich habe auch sicherlich mal hier und da was immer abgesahnt. Aber nicht jetzt, also da gibt es einfach Leute, die sind da ganz woanders unterwegs. Und ich sag dir eins, die sich einmal mitschleppen lassen, weißt du so, weil sie da irgendwie immer connecten können und so. Aber die Leute, die irgendwo hinfahren in ein anderes Land, in eine Stadt und sich ein System klären, das sind, die Leute haben einfach Eier so. Ja. Also ich finde so Hardcore-Writer, so Systemleute und die wirklich da im Kern sind, also zeig mir mal jemanden, das sind Leute, das sind richtig, die haben richtig Eier. So. Und die sehen manchmal ja nicht so aus. Also wo du denken würdest, so, das ist ein knallharter Typ, aber die Jungs sind einfach, musst du erstmal machen so. Muss ich mal machen, weißt du? Ja, ja, es geht. Ich weiß, was du meinst, aber es geht meiner Meinung nach relativ oft auf Kosten der Qualität. Weißt du? Ja, gut, okay, aber ich dachte jetzt wirklich von der Action so. Also ja, eben. Wirklich, wo denn die, also aber hat die sich da jemand irgendwo da in Moskau und weiß ich, auf der Welt. Ich hab da auch riesen Respekt davor, ne? Das ist ja echt unglaublich. Klar, aber. Also, weil ich sehe dann auch immer die Videos. Und unterscheide ich halt aber auch. Ich wollte ja gar nicht in Bord fallen, aber da unterscheide ich halt einfach auch die Leute, wo ich sage, krasse Action so, wirklich hängen geblieben. Ja. Aber was du da malst, ist mir eigentlich relativ Wumpe, so ist mir eigentlich. Und dann gibt es halt andersrum jemand, der malt ja keine Trains, sondern malt halt eine Planet Hall. Und ich sag, also, oder bis ich jetzt da, irgendwo, wo ich sage, kriegst genauso meinen Respekt, aber auf einer anderen Ebene, weißt du so? Ja. Und Graphite hat die Spannung, dass er betet, kann man sich aussuchen, ne? Suicide, sagt er das was? Das ist so ein Typ, der hat wirklich gefühlt jede Metro in der Welt gemacht. Ich bin mit ihm, war mit ihm echt gut befreundet. So. Also ich habe mit dem Sachen zusammen gemacht und habe mit dem auch eine coole Zeit gehabt. So. Und das ist ja so, was du ich meinst. Er ist ein cooler Typ. Also ich mag den sehr. Ja. Und das, das finde ich krass, ne? Und der hatte, genau, also der war ja, na gut, der war ja genau auf dem Film und genau so einer. Ja. Krass, dass du dem so auf dem Schirm hast, finde ich interessant. Ja, ich verfolge das ja auch schon, ne? Diese Modellhunter, ne? Diese. Die versuchen, jedes Modell abzuhaken. Hey, Digga, der hat mir auch mal Sachen erzählt. Ich habe gedacht, krass, Digga, so. Mhm. Aber gut, da will ich jetzt nicht weiter, weil er würde nicht mal verstehen. Mhm. Ja. aber da, ja, auch interessant. Aber das ist wirklich der Untergrund vom Untergrund, die solche Jungs wie er. Also es ist schon... Es ist krass. Und teilweise hat das dann schon, also das ist ja auch schon einfach eine kriminelle Energie. Ja, ja. So Einbrecher-Energie, also... Ja. Wenn du damals, du hast von Backspin-Magazin erzählt, gibt es heute noch ein Magazin, was du dir gerne anguckst? Ja, jetzt kommen ja ganz viel so Independent-Sachen raus, so. Von Sachen von Freunden oder Leute, wo was einem so zugetragen wird. Das ist doch geil, die alle auch sagen, ey, wir machen mal ein Ding, hab mir jetzt auch, das ist aber irgendwie nicht angekommen. Ich hoffe, ich krieg noch von einem meiner absoluten Lieblingswriter von Sonic ein Buch geholt, wo er auch im Kaukasus unterwegs ist und so. Na, das ist irgendwie nicht angekommen. Ich hoffe, das kommt jetzt an. Ja, den feiere ich auch mega, Alter. Ja. Richtig, ja, weil auch wegen Reisen und so und Style. Der zum Beispiel ist für mich, der hat für mich überhaupt nichts mit krasser Action jetzt zu tun, also mit krassen, weil der hat Style und die Orte. Und ein Ort kann nicht nur das Modell sein, sondern ich bin einfach mal in scheiß Zentralasien gewesen. Ich war auf dem Pamir Highway in Tadschikistan, wo niemand war, den ich kenne. Und das ist echt eine krasse Ecke. Ich bin auch richtig krank geworden. Also, das ist wirklich so lebensfeindlich. Du denkst, wenn er nicht ab und zu ein Auto langfahren würde, ist der Genghis Khan-Style, Alter. Das ist wirklich Pamir, Gebirge, Tadschikistan. Das ist schon eine krasse Ecke. Und dann sehe ich da einfach, wir sind da mit Auto lang gefahren, mit irgendwelchen Tschechen, die wir da kennengelernt haben. Ich habe da die Seuche gehabt, bin nicht mehr klar gekommen. Dann sehen wir da auf einmal so ein Sonic-Piece mit Streiche. Ich habe gedacht, also das ist für mich noch viel krasser. Da bin ich gar nicht mehr klar gekommen. Ja. Da habe ich gedacht, was bist du für ein krasser Motherfucker? Und er ist da mit Fahrrad lang gefahren. Also das ist für mich dann richtig Legende. Ja. Richtig Legende. Ja. Und ich muss auch sagen, also warum will ich es erzählen? Auch für die Sensationsgeilen. Also als wir da waren, bei diesem Pamir-Gebirge gefahren sind, wurde ein, zwei Tage, nachdem wir einen Ort verlassen haben, wo wir fast abgezogen wurden, wobei alle da sonst immer sehr nett waren, aber da wollten uns welche abziehen, sind da wirklich auch Radfahrer dann abgemurkst worden von so kleinen Taliban-Jungs, so, weil man an der afghanischen Grenze da unten. Und das war so eine, ey, wir haben da so unglaublich viel Liebe erfahren von den Leuten und dann sind da aber wirklich, ich meine, das war krass, da sind so wenig Touristen und du bist da zwei Tage vorher gewesen, wir sind gerade nach Kirgisistan rüber und da hieß es, ihr habt ein Attentat auf Touristen, auf dem Fahrrad, in dem Auto einfach rübergefahren, haben die dann abgemuxt. Da muss ich sagen, da ist mir auf jeden Fall immer anders geworden. Ja. War krass. Weil mein Vater ist so auch so ein Freak, weißt du? Also, ich hab wohl gesagt, er soll das auch mal machen.
weil der fährt richtig krass Fahrrad so. Auch so, ne, 2 Monate durch Kolumbien mit Fahrrad und so, er hat richtig Langeweile so. Das ist krass. Ja. Aber da ist also Sonic richtig King. Will mich jetzt ja nicht verrennen. Aber Leute, die an so krasse Orte gehen, ich habe ein paar auch hinterlassen, wo mir manchmal welche was zuschicken. So. Guck mal hier, mal ein Piece von dir gesehen in Wissigbu, Mazedonien, was der ist. Wo ich damals auch nur Akim und Sonic gesehen habe, Albanien und so. Damals sind wir mit dem Auto lang gefahren und wen haben wir andauernd gesehen? Waren die gefühlt einzigen Wolter, die jemals da waren? Sonic, Akim und hier der eine Ungarer da. Ich glaube, die ersten Berliner, die diese Touren auch gemacht haben, auch in dieselben Ziele teilweise, waren die Kaffjungs, ne? Glaube ich, aus Berlin. Die sind ja auch Kroatien, Montenegro, das haben die auch alles abgehakt, glaube ich. Und ich kenne sogar Leute, die noch Tags gesehen haben von den Jungs von damals. Das kann sehr sein, das weiß ich nicht. Ich weiß nur von den, wenn es da jetzt eine Graffiti-Szene gibt, dass es da auch Länder gibt, wo ein Dizzy und so den ersten Train gemalt hat und so ein Kram, den die wahrgenommen haben. Ja. Weißt du, wo vielleicht die Kaffee-Jungs, aber wo die jedenfalls sagen, das sind für die Kings, weil die das hat die motiviert, dann auch anzufangen. Weißt du, in Serbien und so. Aber die Geschichten sind spannend, war so diese Entdecker-Geschichten, wenn du hörst, was dein Kripo da ausgelöst hat in Türkei oder ein Roger in Argentinien und so vor Ewigkeiten und du denkst dir, wow, Alter, cool. Warst du mal in Belgrad? Ja, klar. Dann kennst du Jeans, oder? Ja, den habe ich nicht so viel zu tun gehabt. Ich habe den, glaube ich, einfach nur mal so im Mob oder so haben wir uns gesehen, aber ich habe die da viele kennengelernt, aber irgendwie ihn gefühlt nicht so richtig. Also es kommt jetzt nicht 5 Minuten, deswegen frage ich mit ihm. Wo er so, er ist ja quasi dort der Oldschooler, wenn man so will. Ja. Und den Flavor, den diese Stadt und auch vielleicht auch Zagreb, wie sie alle heißen, ist ja nochmal ein ganz anderer Flavor wie jetzt Berlin oder, keine Ahnung, Hamburg oder das ist viel New Yorkiger und so, weißt du? Auch vom Stil her. Die malen ja auch alle. Aber überleg mal, was ich gerade gesagt habe. Wer hat den Ding ins Rollen gebracht für die? Ein Dizzy und ein Spare. Das sind die Kings für die. Dizzy kann ja, glaube ich, hat auch die Sprache dann da so ein bisschen gelernt und so ein Kram. Also das kommt halt auch daher. Also die haben halt den, muss man überlegen, der Stil der Serben, den die da malen, die Stu-Leute und so, der kommt, wenn man mal so will, aus dem Prenzlauer Berg. Ja, ist so. Ja. Meine Spear ist in einer bestimmten Richtung von Graf, ist er, glaube ich, auch einfach eine richtige Legende, Digga. Da ist definitiv was dran, das stimmt. Da ist ja ein King, Alter. Für viele ist er der King, Alter. Ja, ja. Aber darüber wird er dann ja vielleicht ein Warum man mehr erzählt. Ich glaube, wir erzählen, also ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, die wir gemacht haben oder noch machen, Art of Arte, Rise of Graffiti heißt die. Da erzählen wir die Geschichte, wie das von New York nach Europa gekommen ist und wie es dann auch weitergetragen wurde. Und da waren es ja auch wirklich einzelne wenige Writer, die in noch relativ kleinen Szene noch dafür gesorgt haben, dass alle dann auch so gemalt haben wie der und deswegen so. Deswegen hat mich das ja nicht so, vielleicht hast du mich deswegen nicht so abgeholt. Ja, Bendo zum Beispiel, ne? Das hat mal ganz Europa gemalt wie ein Writer in Europa. Weißt ja, du? Ja, aber das hatte mich, ich hatte das. Irgendwie hat mich das, genau, das ist vielleicht der Grund dahinter. Ich habe mir gedacht, das sind doch wieder die Beispiele, die man ja irgendwie schon auch wisse. Also in Berlin dann nochmal von Olem erzählen, gut, das ist okay, aber da gibt es doch noch mehr. Weißt du, ich meine so, aber du hast recht, ich war nicht Zeitzeuge und vielleicht war es so, der dass Effekt, viel weniger Leute nämlich den krassen Effekt haben, wie in der Rap-Szene in Deutschland auch war. Genau. Ist so, das stimmt schon, da hast du schon recht, aber die Schichten kennt man dann teilweise schon und das, ich wusste das halt schon, dass wenn du irgendwie ne, dich auch einfach diesen Stil, diesen. Naja, wisst ihr, wie halt aussieht. So, ne? Ja, den Strich runter oder so. Genau. Aber es gibt schon Writer, es gibt wenige Writer, die Einfluss auf viele haben. Also ich meine, ich glaube, dass ein Sonic und ein Horfe damals viele Leute beeinflusst haben. Definitiv, ja. Also die haben schon, alleine mit diesem, wisst ihr, links aus dem Buchstaben links kommt der Schwung und der Pfeil raus. Ja, ja. Den haben sie alle gemacht, so, weißt du. Ja. Also doof viel Klick. Oder da gab es auch ähnliche, so Peach, der war aus Peach, Kopenhagen, der hat auch mal für ein paar Jahre richtig Gas gegeben. Oder Tomcat und so. Und dann ein Spears auch gehört zu denen. Und Spear hat viel beeinflusst. Oder ein Clint. Clint hat für diese, sagen wir mal, sehr freie Form von Graph, also wirklich, ich finde Clint ist ja schon echt wirklich Vorreiter und auch wirklich immer noch extrem, also das ist ja schon sehr befreit von jeglicher Konvention, ist ja wirklich für viele auch einfach auch krasser Held, ja. Cool, dann habe ich als letztes noch, wie bei jedem, mit dem ich spreche, noch die Frage, ob du mir noch einen Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin empfehlen kannst. Da habe ich mir jetzt nicht Gedanken drüber gemacht. Und das Problem ist, dass einfach viele, ich hatte so den Eindruck, dass viele natürlich, die sich dann so äußern, vielleicht so ein bisschen ihr Hoch hinter sich haben oder so ein bisschen freier darüber reden. Und die meisten, die mir einfallen würden, wüsste ich auch nicht, muss mal kurz überlegen, weil die würde ich dann ja, die kenne oder so, würde ich denken, entweder würden sie es nicht wollen oder
das ist doch denen zu heiß oder so, weiß ich nicht. Mhm. Dadurch fällt es mir sehr schwer, weil ich gar nicht wüsste, ob das, ich glaube, eine von denen, die ich spannend finden würde, würden vielleicht sagen, nee, das ist nicht meins und wir machen wir vielleicht mal in 20 Jahren oder so. Ja. Das war ja auch meine Überlegung. Ne? Mhm. Also, na gut, sagen wir mal so, ich weiß nicht, auch nicht, ob er Bock drauf hätte, aber klar, Kripo, würde ich auf jeden Fall auch, also wieder OBS und 4 CBS, ja, siehst du. oder halt so ein Sekt ist halt auch so spannend und so. Und, oder einer von den DRMs, weiß nicht, wie die drauf werden. Mhm. Vielleicht könnte ich mir sogar vorstellen, dass da ja, vielleicht so von einem Acid oder ein Mikro, aber du, keine Ahnung. Probiert mal. Cool, dann ja, vielen Dank für das spannende Gespräch. Instagram, Chaka One, wie streamt man deine Mucke? Ja, wie alle anderen Mucke auch, ne? Spotify. Ansonsten? Ja, danke schön. Mhm. War ne, sehr. Ja, viel von mir erzählt, was ich vielleicht so noch nicht erzählt. Cool, vielen Dank. Schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.